kommst immer näher, Ethan. Sei vorsichtig, sonst vertreibst du noch die Gefangenen, falls sie sich hier verstecken. Anscheinend waren die Gefangenen hier, aber irgendetwas hat sie vertrieben. Vielleicht sind sie zu einem speziellen Ort unterwegs. Ich frage mich, ob sie einen Plan haben, um Philly zu verlassen. Wir sollten sie erwischen, bevor sie das schaffen. Vorräte besorgt. Sieh nach, ob es dir gelingt, den Widerstand dort wieder zu lassen. Vorne ist noch ein möglicher Unterschlupf. Schau nach, ob es eine Spur von den Gefangenen gibt. Hier waren die Gefangenen auch. Hoffentlich sind sie nicht weit gekommen. Such weiter, Ethan. Wir müssen herausfinden, was sie wissen. Interessieren sich stark für die Wasseraufbereitungsanlage in Old Town. Sie müssen sie als Teil ihrer Gaseinsätze verwenden. Erobere den Stützpunkt, den sie dort eingerichtet haben. Uns gehen die Verstecke aus. Ich hoffe, wir finden sie hier. Widerstand, ich brauche Hilfe. Drei von uns sind ausgebrochen, aber wir mussten uns trennen und ich wurde von einem Scharfschützen erwischt. Die anderen sind am Hafen und warten in einem weißen Container auf Brooks. Er verkauft uns ein Boot. Sag ihnen, sie sollen zurückkommen und mich holen. Du machst dich besser auf den Weg zum Hafen und findest sie, bevor sie ein Boot finden.
wir einnehmen müssen. Dies ist eine rote Zone. Zivilisten ist der Zutritt zu jeder Zeit untersagt. Von einem weißen Container gesagt. Wir sollten nachsehen. Vielleicht sind sie ja da drin. Leichen sind alt. Das sind nicht die Leute, nach denen wir suchen. Was zum Teufel geht hier vor sich? Himmelswillen. Gott sei Dank. Wer ist da? Ich kann nichts sehen. Wer auch immer du bist, danke. Ich dachte, wir würden hier drinnen sterben. Dieser verdammte Brooks hat uns hier drinnen eingesperrt und wollte uns verrotten lassen. Er sollte uns ein Boot besorgen. Hat gesagt, dass alles bereit sei. Wir waren so dumm. Ich sollte wissen, dass man einem Clap nicht vertrauen kann. Wir haben jeder $1000 bezahlt, nur um in diesem übergroßen Sarg zu enden. Du gehörst zum Widerstand, oder? Lass uns nicht zurück. Sie stecken uns wieder ins Gefängnis. Ich halte es keinen weiteren Tag in diesem Höllenloch aus. Okay, okay. Bleib locker. Alle Rotlassen. Bitte hilf uns. Wir haben 3 Jahre im Sperrgebiet verbracht und können von Glück reden, dass wir so lange durchgehalten haben. Wenn du uns dabei hilfst, ein Boot zu besorgen, geben wir dir alles, was wir haben. Wir haben zwar kein Geld mehr, aber dafür diese Schlüsselkarte, die uns Brooks gegeben hat. So sind wir rausgekommen. Ich wette, der Widerstand könnte sie gut gebrauchen. Ich würde sie dir sofort geben, aber ich habe sie zur Sicherheit geschluckt. Alte Angewohnheiten lassen sich schwer überwinden. Aber sobald sie draußen ist, gehört sie dir. Bitte besorg uns dieses Boot. Wir haben unten bei der Brücke eins gesehen. Du musst dich nur um die Soldaten kümmern. Was ist mit Redding? Wir müssen ihn holen. Und das werden wir auch. Sobald wir wieder bei Kräften sind, holen wir ihn. Wenn du ein Boot suchst, hast du bei der nahegelegenen Werkstatt die größten Chancen. Früher haben wir von hier entlang des Flusses nach Vorräten gesucht, bis uns die Norks vertrieben haben. Diese Schlüsselkarte bringt's.
ist eine rote Zone. Zivilisten ist der Zutritt zu jeder Zeit untersagt. Wir sollten einen weiteren Angriff auf einen Stützpunkt in die Wege leiten. Thank you.
ist eine rote Zone. Zivilisten ist der Zutritt zu jeder Zeit untersagt. Ich kann's nicht glauben, du hast uns wirklich ein Boot organisiert. Du bist durch einen Fluss KVA-Scheiße gekrochen und auf der anderen Seite sauber herausgekommen. Du bist ein unverwüstlicher Schweinehund, das muss ich dir lassen. Ja, ich bin beeindruckt, Brady. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr rückgratlosen Widerständler es drauf hättet. Hey, zeig ein wenig Respekt, Floyd. Du hast zu viel Zeit mit diesen KVA-Typen verbracht und vergessen, wie man mit Leuten umgeht, die einem helfen. So gern ich auch den ganzen Tag herumsitzen und über Moralvorstellungen plaudern würde, wir müssen weiter. Die KVA wird nicht ewig wegbleiben. Ich will weit weg sein, wenn sie uns suchen kommen. Ja, ja, alles klar. Okay, wir machen uns auf den Weg. Hier ist die Schlüsselkarte, die ich dir versprochen habe. Mann, du hast sie mehr als verdient. Viel Glück, Brady. Ich hoffe, deine kleine Revolution zahlt sich aus. Gute Arbeit, Ethan. Mit dieser Schlüsselkarte solltest du ins Sperrgebiet kommen. Mach dich auf den Weg zum Tor. Suche nach einem Typen namens Philip Small, sobald du drin bist. Wir kennen uns schon ziemlich lange. Er ist zwar nicht besonders gefestigt, aber er kann dir dabei helfen, ein Team zu rekrutieren. Ich habe die Waffen und werde versuchen, sie zu dir zu bringen. Momentan ist es nicht leicht, sich frei zu bewegen, aber ich werde es schaffen. Bis bald.
Brady, das ist die Stelle. Schalte diese beschissenen, feigen Scharfschützen aus. Aber pass auf dich auf! Alle roten Zonen sind Sperrgebiete. Zivilisten ist der Zutritt untersagt. Sie haben sie erwischt! Die verfluchten Norks haben sie erwischt! Alle roten Zonen sind Sperrgebiete. Zivilisten ist der Zutritt untersagt. Achtung, hier spricht Parrish. Ich rufe einen Notstand aus. Eines unserer Lager wird belagert. Alle, die helfen können, sollten sofort aufbrechen. In Ordnung. Die Karte hat funktioniert. Ich bin etwas überrascht. Geh durch den Tunnel, Brady. Dann solltest du im Sperrgebiet herauskommen. Bleib wachsam, wenn du dort ankommst. Das Sperrgebiet ist ein großes Gefängnis.